Hi, ich bin Chris, ich bin CRO und Co-Founder bei Simplifier und mein Background ist zum Teil im Business, zum Teil in Tech, aus beiden Welten sozusagen das Beste vereint. Ja, als CIO, also Chief Innovation Officer an der Stelle bei Simplifier, habe ich natürlich vielfältige Themen, mit denen ich mich beschäftige. Zum einen, wie wir ständig weiter innovieren können und unser Produkt vereinfachen, dem Nutzer das Leben leichter machen und eben auch auf dem aktuellen Stand der Technik bleiben und vielleicht sogar ein bisschen drüber hinausgehen können. Ja, mein typischer Tag ist eigentlich, dass ich direkt, wenn ich an den Rechner komme, erstmal schaue, was im Makers Club los ist, wer da online ist, ob ich dort irgendjemanden unterstützen kann und wie gerade so die aktuellen Nutzungszahlen auch sind. Und ja, dann diverse Meetings und Workshops eben auch mit den Teams, wo wir uns dann eben auch mit den verschiedenen Themen befassen, wie wir die User Journeys optimieren können, wie wir auch gerade unsere Free Trials und unsere Angebote auf dem Makers Club weiter verbessern können und generell eben ja ein Netzwerk oder eine Community aufbauen, wo sich eben Macher treffen können und dann auch gemeinsam eben über Digitalisierung nicht nur reden, sondern auch hands-on Digitalisierungsprojekte umsetzen können. Ja, ich beschäftige mich hauptsächlich eben mit allen Themen rund um das Produkt und das Produktmarketing. Also wie wir unser Produkt zum einen vermarkten können, wie wir neue Zielgruppen erschließen können und auch den bestehenden Zielgruppen eben das Leben leichter machen können. Das sind so die Hauptthemen. Aber da gibt es natürlich auch viele Gemeinsamkeiten mit dem Produktmanagement und eben auch unserem Makers Club, wo wir eben dann zusätzlich noch weitere Angebote zum reinen Produkt bieten, damit sich Leute vernetzen können und sich mit anderen austauschen, eben über ihre Digitalisierungsvorhaben. Ja, die größten Challenges sind natürlich die dynamische Umgebung, in der wir sind, sowohl vom Markt her als auch technologisch. Und damit eben jeden Tag umzugehen und auch die verschiedenen Flughöhenwechsel in den diversen Aufgaben, das ist manchmal durchaus anspruchsvoll, aber ich vergleiche es immer mit einer Achterbahn. Wenn man weiß, dass man Achterbahn fährt, dann macht es auch Spaß, sowohl wenn es mal bergab geht, aber wenn es auch bergauf geht. Das ist dann eben ein Rollercoaster. Als Chief Innovation Officer und quasi Speerspitze von Simplifier hatte ich immer die Gelegenheit und auch die Möglichkeit eben zum Beispiel nach USA zu gehen. Ich war dort längere Zeit auch im Silicon Valley und konnte gucken, wie dort Softwarefirmen agieren, wie man sowas macht, wie das funktioniert. Und das ist insbesondere für ein deutsches Unternehmen natürlich eine ganz andere Vorgehensweise, wie man eben irgendwann auch die Unterscheidung trifft zwischen Service- oder Produktfirma oder Softwarehersteller und Dienstleister. Und da konnte ich ganz, ganz viel mitnehmen, aber auch durch die intensive Arbeit mit Analysten und anderen Marktteilnehmern lernt man einfach unglaublich viel dazu, zu dem, was man ursprünglich mal studiert hat. Und ja, auch die Arbeit mit dem Produkt, selber die ein oder andere Applikation damit zu erstellen, immer zu gucken, wie kann man Dinge noch einfacher machen und die Begeisterung fürs Vereinfachen letztlich und fürs Problemlösen. Und zwar sowohl technologisch als auch eben ganz konkret dann in Anwendungsfällen bei unseren Kunden.